Vielleicht ist ja auch schon mal der Begriff HR oder HC über den Weg gelaufen. Letztendlich sind es Abkürzungen für Humankapital oder Humanressourcen. Und ich werde dir heute in dem Video aufzeigen, was diese Begriffe gemeinsam haben, was sie bedeuten, aber auch was sie unterscheidet. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Unternehmer und Unternehmensberater, sondern habe viele Jahre auch im Bereich der Rekrutierung gearbeitet. Und dort geht es genau um diese Begriffe Humanressourcen und Human Capital. Häufig werden diese Begriffe synonym behandelt, aber tatsächlich gibt es einen großen Unterschied. Auf der einen Seite haben wir das gesamte Potenzial an menschlichen Ressourcen, also alle potenziellen Mitarbeiter, Arbeitnehmer, eines Staates, eines Kontinents oder sogar der ganzen Welt. Auf der anderen Seite haben wir das bereits rekrutierte Humankapital, also das, was Unternehmen als Mitarbeiter bereits gewonnen haben, geonboardet haben, also in das Unternehmen eingearbeitet und eingeführt haben und auch viel Geld und Zeit investiert haben in die Aus- und Weiterbildung. Als guter Vergleich kannst du auch Betriebs- und Geschäftsausstattung nehmen. Du hast auf der einen Seite die Gesamtmenge möglicher Geräte, Maschinen und sonstiger Betriebsausstattung und auf der anderen Seite hast du das im Unternehmen aktivierte Vermögen, also die Betriebs- und Geschäftsausstattung, die das Unternehmen erworben hat und in Betrieb hat. Das Humankapital gliedert sich auf in verschiedene Arten und Formen. Auf der einen Seite haben wir natürlich das Wissen, was sich aufgliedert in allgemeinem Wissen und das Fachwissen. Dieses unterscheidet sich ganz klar von dem Können, also irgendetwas tun, nach einer gewissen Methode, einer Ausbildung durchlaufen zu haben, um dann bestimmte Dinge zu tun, beispielsweise eine Torte zu backen, ein Steak zu braten, ein Auto zu reparieren, einen Computer zu programmieren. Weiterhin haben wir dann die Intelligenzen, sprich also nicht nur die allgemeine Intelligenz, die im Durchschnitt gemessen wird und die Abweichung vom Durchschnitt der IQ, sondern auch die soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz oder die kreative Intelligenz, die innovative Intelligenz, diese werden auch letztendlich gemessen und bilden einen wichtigen Faktor für das Unternehmen. Dann gibt es eine ganze Reihe von Zulassungen, also von Ausbildung mit Qualifikationen, die erforderlich sind, wenn du beispielsweise eine Gastronomie eröffnest und du einen Koch brauchst oder eine Werkstatt eröffnest und du deinen Meister brauchst. Und mit am wichtigsten sind die Erfahrungen, das heißt aus der Praxis wurde für die Praxis gelernt. Beispielsweise wirst du die Fähigkeit des Schwimmens nicht erlernen durch einen Hochschulabschluss oder durch eine Promotion. Stell dir einfach mal vor, du hast für eine Spezialmission zwei Kandidaten zur Auswahl. Beide sind körperlich gleich fit und gleich ausgestattet. Nur der eine kommt gerade aus der Kaserne und der andere kommt von einem 10-jährigen Fronteinsatz zurück. Wen wirst du auswählen? Vermutlich den, der aus der Praxis weiß, wie es da draußen funktioniert. Und natürlich ist ein wichtiger Faktor beim Humankapital auch das Vorhandensein eines ausgeprägten und eines zuverlässigen Charakters. Hierbei geht es nicht nur um die Kompetenz, andere Teams zu führen, sondern vielleicht sogar neue Teams zu formen und diese zu einer Einheit zu begleiten. Auf der anderen Seite ist auch wichtig, dass diese Menschen in der Lage sind, sich Ziele zu setzen und die auch zu erreichen. Dazu gehört auch in Schwierigkeiten bestehen zu können, sprich also mit der entsprechenden Resilienz fähig zu bleiben, zu führen, fähig zu bleiben, Handlung durchzuführen und auch Entscheidungen zu treffen. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Kommunikationsfähigkeit, sowohl mit anderen als auch mit sich selbst. Sprich also mit anderen in einen Kontakt zu treten und zielführend zu kommunizieren. Und mit der wichtigste Wert bei einem Menschen ist die intrinsische Motivation. Wenn du Menschen bei dir im Team hast, die nur von äußeren Gegebenheiten und von Menschen abhängig motiviert sind, nun dann werden die Menschen aufhören zu arbeiten, wenn diese äußeren Abhängigkeiten oder Gegebenheiten oder Kontrollmechanismen nicht mehr da sind. Der wichtigste Wert am Unternehmen sind also Mitarbeiter, die in der Lage sind, sich selbst Ziele zu setzen, die sich mit dem Unternehmen und dem Unternehmensziel identifizieren können und auch dann arbeiten, wenn sie eben nicht überwacht werden, sondern aus sich selbst heraus motiviert auf ihre selbstgesetzten Ziele zuarbeiten. Natürlich gibt es keine Menschen, die an allem gleich interessiert und motiviert sind und die alles gut können und beherrschen. Wir Menschen sind und bleiben auf Ergänzung ausgelegt, sprich also eine gute Führungskraft, ein gutes Unternehmen stellt Teams zusammen an Menschen, an Humankapital, die sich einander ergänzen.
Leider ist es noch nicht so wie bei der Marmelade, dass auf einem Etikett draußen draufsteht, was drin ist. Bei uns Menschen wissen wir nicht ganz genau, was uns wirklich interessiert, was wir gut können, welche Erfahrungen wir haben, welche Bedürfnisse wir haben. Die einzige Chance hier ist es, einen Persönlichkeitstest zu machen. Und einer der weltweit besten Persönlichkeitstests ist und bleibt der Birkmann-Test mit einem N. Dieser wurde entwickelt zur Auswahl der Piloten und der Besatzung, später für die Astronauten. Und heute ist er führend in allen großen Konzernen, sowohl für die Besetzung der Vorstandsetagen als auch bei der Zusammenstellung der Teams. Zusammengefasst also, das Gesamtpotenzial an Mitarbeitern, die du für dein Unternehmen gewinnen kannst, das sind die humanen Ressourcen. Und deine Aufgabe ist es, als Unternehmer, als Gründer, als Startup, ein Team zusammenzustellen, zu rekrutieren. Und dabei, damit du das richtige Humankapital für dein Unternehmen auch identifizierst und gewinnen kannst, brauchst du Unterstützung bei der Selektion, also bei der Rekrutierung, bei der Auswahl und schließlich auch bei der Einarbeitung. Und eine der besten Formen ist und bleibt der Birkmann-Test. Wenn du also für dein Unternehmen das beste Humankapital gewinnen und zusammenstellen und auch entwickeln willst, bist du eingeladen, nicht nur das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, sondern auch über das kostenfreie Erstgespräch im Link unter dem Video zu buchen. Denn wir helfen dir gerne dabei, wie du diesen Test für dein Unternehmen buchen und nutzen kannst, aber auch wie du dein bestehendes Team weiterentwickeln kannst. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.